Hallo meine Lieben, da bin ich schon wieder. Und zwar hatte ich ja gestern gesagt, dass die Pinkbox demnächst kommen müsste. Und ich bin richtig überrascht, weil ich habe heute früh eine E-Mail gekriegt, dass meine Pinkbox versendet wurde. Und ich bin gerade nach Hause gekommen und da war sie schon da. Also unglaublich. Und ich bin diesmal richtig gespannt. Ich konnte es gar nicht mehr abwarten. Deswegen, oh, ich glänze auch noch total im Gesicht, weil es heute so warm ist. Aber ich bin rein, habe die Kamera aufgestellt und ich will sie sofort aufmachen mit euch natürlich. Und oh. Ich bin ganz außer Atem. Und zwar kann ich euch heute mal sagen, ja, das ist die Pinkbox. Und die ist diesmal wieder richtig schwer. Also richtig schwer, richtig schwer. Und ich bin mal gespannt, was heute drin ist, weil auf Facebook ja angekündigt wurde, dass das ja irgendwie so eine besondere Box sein soll, keine Ahnung. Und da die letzte Box ja nicht so gut war. Und die Pinkbox kam jetzt auch später, also nicht Anfang des Monats, sondern Mitte. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und das Paket ist schon leicht auf. Ich glaube, meine Nachbarn sind ein wenig neugierig. Ich glaube, die gucken da immer so ein bisschen rein, weil irgendwie sind immer die Pakete auf. Also, liebe Nachbarn, falls ihr mal das Video seht, das ist nur die Pinkbox. So, ich sehe schon was, Als erstes fällt mir das hier ins Auge. Weht Easy Start, dein Start zu seidenglatter Haut. Easy Grip Kaltwachsstreifen. 3x2 Wachsstreifen plus 2 Pflegetücher. Die Packung sieht schon sehr mitgenommen aus. Ich denke mal, dass das jetzt nur eine Probepackung sein soll, weil 3x2 Wachsstreifen, ja, obwohl, vielleicht reicht es ja doch, um sich einmal komplett die Beine zu enthaaren. Ich hatte schon mal Wachsstreifen gehabt und die fand ich nicht so gut, weil bei mir hat es nicht geklappt. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob die von Weht waren. Oh, hier fällt schon alles raus. Aber ja, finde ich ganz cool. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil es ist bestimmt schon 8 Jahre her oder so, als ich das mal gemacht habe. Hier steht sogar bei kurzen Haaren effektiv. Da bin ich mal gespannt, wa? Dann versuche ich mal. Jetzt fällt schon alles auseinander. Oh, Alter, die ist ja richtig schwer heute. Also heute wollen sie es wohl wissen, die liebe Pinkbox. Okay, erstmal. Oh nein, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die habe. Erstmal die Jolie. Das ist ja schon mal richtig geil, weil ich liebe die Jolie. Also Jolie, Joy und Glamour. Boah, ich liebe diese Zeitschriften. Ich finde das so toll, dass sie jetzt hier drin ist. Hier steht Juni 2013. Ah nee, dann ist sie aus diesem Monat. Woher kenne ich denn die? Nein, die habe ich mir nicht geholt. Stimmt, die wollte ich mir holen, aber... Ja, keine Ahnung, ich lasse mich immer von den Cover leiten. Ich hole immer, also entweder Joy, Glamour oder Jolie, je nachdem, welcher Star gerade drauf ist, wo mich das interessiert. Aber die habe ich noch nicht. Also das finde ich schon mal richtig cool, weil das ist auch eine Zeitschrift, die ich richtig gerne lese. Und da freue ich mich auch richtig doll. Die kostet eigentlich 2 Euro. Oh, das ist cool. Es ist bis jetzt die beste Zeitschrift, die ich in der Pinkbox hatte. So, dann sind hier noch ein paar Flyer. It's Summertime. 10 Euro Aktionscode von... M. Asam, kenne ich nicht. Dann ist hier noch was von Clairasil. Teste das neue fruchtige Waschgel mit Rabattcoupon. Achso, hier ist ein Coupon. Damit kann man zu DM gehen und beim Kauf eines Clairasil Daily Clear Refreshing oder Oil and Shine Control Waschgels erhältst du 50% Rabatt. Ich habe ja gehört, das neue Clairasil soll gut sein. Da möchte ich auch nochmal sagen, ja, ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich in meinem Aufgebraucht-Video Clairasil so schlecht gemacht habe. Aber ich sage ja immer meine Meinung. Und ich habe bisher wirklich nur schlechte Erfahrungen mit Clairasil gemacht und auch in meiner Umgebung. Aber auch Clairasil hat sich definitiv weiterentwickelt. Die Produkte, die ich hatte, ist bestimmt schon 6 Jahre her oder so. Und deswegen würde ich Clairasil auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Ich muss mal gucken, wenn ich bei DM bin. Dann werde ich es vielleicht mal ausprobieren, je nachdem, wie viel das kostet. Also kann man auch, glaube ich, überall, so Rossmann, ja, alles Mögliche. Weiter geht's. Ja, hier nochmal Flyer von diesen Weht-Dingern mit 5 Euro Rabatt. Mensch, hauen sie ja heute richtig einen raus. Und M. Asam, ich kenne das leider nicht, ich sag's bestimmt falsch, so eine Broschüre über diese Produkte. Ja, mal gucken. So, die Pinkbox mit der schönen Schleife. Ich mache sie auf und ihr kennt das Spielchen ja schon. Ich greife rein
Und lass mich überraschen, hier ist die Karte, da gucke ich wie immer noch nicht drauf. Und ich nehme gleich das erste. Boah, das war so schwer, riesengroß. Oh mein Gott. Das ist dieses M, Assam oder Essam, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mandarinenzimt-Peeling. Ein energiespendendes Luxuspeeling mit wertvollen Vitamin E und in Traumkernöl getränkten Zuckerkristallen. Ihre Haut wird angenehm weich und aufnahmebereit für weitere Pflegeprodukte. Also 600 Gramm sind da drin. So sieht es aus und ich denke mal, es ist eine Full Size. Und das finde ich ja schon mal mega gut, weil ich hatte noch nie ein Body Peeling. Und muss mal kurz dran riechen. Das ist übrigens Mandarine und Zimt. Das sind eigentlich genauso die Gerüche, die ich nicht mag. Ich mag nämlich kein Zimt und keine Mandarine. Aber das riecht eigentlich gar nicht so schlecht. Zimt verbindet man ja immer mit Weihnachten, aber so sieht das aus. Das ist ein richtiges Peeling. Und ja, das finde ich schon mal mega, mega, mega cool. So eine große Dose. Ja, auf die feuchte Haut auftragen, in Kreisenbewegungen sanft einmassieren, mit warmem Wasser abwaschen. Also, da bin ich schon mal begeistert, liebe Pinkbox-Zeitschrift. Und der erste Produkt stimmt schon mal. Weiter geht's. Hier ist schon wieder was Großes. Oh mein Gott. Yay! Weil das altbekannte Tete-Sept. Bäder der Welt, indisches Ayurveda-Bad, tiefe Entspannung, neues Wohlbefinden. Ich muss mir wohl nie wieder Badezusätze kaufen, weil die Pinkbox mich regelmäßig versorgt. Was soll ich sagen? Also ich finde Tete-Sept gut, ich mag das auch, weil ich würde mir das niemals kaufen, weil da wäre mir diese kleine Packung, da wäre ich zu geizig. Aber ja, nö, ich meckere jetzt nicht, weil ich finde es gut, das ist gut. Also ja, ich rieche mal kurz dran, das ist nämlich so rot. Oder braun. Riecht für mich irgendwie noch gar nichts. Aber mal gucken. Ich finde es okay, ich meckere nicht, weil es ist eine Full Size und es war jetzt das dritte Mal, dass ich Tete-Sept hatte, aber mein Gott, baden kann man immer. Wenn man eine Badewanne hat. Für die Leute, die keine haben, ist es natürlich ein bisschen blöd, ne? So. Yay! Gut, dann hat sich meine DM-Einkauf erstmal erledigt. Hier ist nämlich das Clearasil Daily Clear All and Shine Control Waschgel. Und das sieht so aus. Also ich finde es schon mal gut. Ich werde es definitiv testen. Ich werde Clearasil definitiv noch eine Chance geben, weil ich jetzt ja auch schon nur gute Sachen von euch gehört habe. Und ja, hier steht das sanfte Clearasil. Ja, genau. Ach, die Gebrauchsanweisung ist hier drin. Ich finde es nur ein bisschen schade, also es, obwohl Zitronen sagt, dass es Oil and Shine Control ist, weil ich weiß ja gar nicht, was es noch für Sorten gibt, aber ach was soll's. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, weil würde es noch irgendwas gegen Pickel oder so geben, hätte ich es natürlich lieber gehabt, aber das finde ich auch schon mal gut. Das ist bestimmt auch eine Full Size. Und ich finde es wirklich gut, auch wenn ich über Clearasil abgelästert habe, weil man soll ja immer wieder trotzdem probieren und das ist ja jetzt nur mal zum Probieren und zum Testen kostenlos und deswegen finde ich es richtig gut, weil ich hätte es mir jetzt auch wirklich bei DM gekauft. Und da bin ich auch schon mal zufrieden. Also schon mal drei Top-Produkte. Die Pinkbox holt wieder auf. So, ach ja, das ist ja süß. Nivea Invisible for Black and White. So ein Deo-Spray. Ist ganz süß. Für die Handtasche finde ich es jetzt gut. Ja, und es ist ja auch, das soll ja keine Rückstände auf weißer oder schwarzer Kleidung lassen. Und ja, finde ich okay, finde ich in Ordnung so als kleinen Artikel. Jetzt muss ich mal gucken, ob noch was drin ist oder ob das jetzt schon war. Gut, das war dann alles. Dann zählen wohl diese Wetstreifen auch dazu. Dann wollen wir mal gucken, wie viel der Spaß so kostet. Also, Tete-Sept ist eine Originalgröße, 6,49. Assam, Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit falsch ausspreche, Körperpeeling, Originalgröße. Ja, ist das, stimmt das? Ja. Kostet, 600 Gramm sind hier, ne? 24,75. Also das ist ja schon mal der Knaller. Obwohl der Geruch jetzt nicht so meins ist, aber egal, ich werde es trotzdem benutzen, weil ich noch nie ein Peeling hatte. Und es ist ja echt cool, also 24 Euro, schon nicht schlecht. Weht Kaltwachsstreifen. Die hier kosten 3x2 Stück 1,99. Ja, auch gut. Das Clearasil Shine Control ist auch Originalgröße. Kostet 4,99. Oh, ist aber auch schon für ein Waschgel. Auch schon, ja, relativ hoch.
Und das Nivea Spray, hier steht aber nur 150 ml, das hat nur 35, kostet 1,90, also ich denke mal so 50 Cent oder so in etwa. Wenn ich das jetzt mal so zusammen addiere, dann sind wir ja so circa 37 Euro. Also ist auf jeden Fall richtig gut. Ich bin dieses Mal, hat sich das Warten wirklich gelohnt, liebe Pinkbox. Ich bin begeistert. Diese Kaltwachsstreifen finde ich cool. Das Peeling finde ich toll. Klerasil finde ich super, dass ich das jetzt testen darf. Werde auf jeden Fall berichten, wenn ihr möchtet. Deospray finde ich auch total gut, jetzt so im Sommer für die Handtasche. Und Badeschaum, ja, hätte jetzt nicht sein müssen, aber es ist jetzt halt ein Artikel. Ich finde ihn trotzdem gut. Hier ist übrigens auch ein 10-Euro-Coupon, ja, keine Ahnung, für WMF. Und ist auch cool. Also, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, liebe Pinkbox. Ich bin wieder glücklich und werde die Pinkbox immer wieder weiter behalten. Und erzählt mir doch mal, was war denn in eurer Pinkbox drin? Seid ihr zufrieden? Wie findet ihr die Produkte, die ich hier drin habe? Habt ihr schon Erfahrung mit irgendwelchen Produkten? Kennt ihr diese Firma hier, M-Asam oder wie die heißt? Und ihr könnt mir auch mal wieder Videowünsche schreiben, wenn ihr mögt. Und bei Facebook, ach, ihr kennt ja das ganze Spielchen. Ja, dann sehen wir uns bald wieder und bis bald, meine Süßen. Tschüssi!